Caricata. Eine pulsierende Bassline, treibende Beats und Ekstase auf Knopfdruck. Elektronische Musik und die Techno-Szene, die stehen in der Regel für Freude, Feiern und Rausch. Klar, da gibt's auch Schattenseiten, aber die sind meistens nebensächlich. Der neueste Song des Berliner DJs und Produzenten MCRT stellt sich da aber dagegen. Denn damit spricht er ein Thema an, das in der Szene sonst oft zu kurz kommt. Mental Health. Wie der Song entsteht und warum gerade DJs auf mentale Gesundheit achten sollten, das hört ihr heute hier im Popfilter. Es wird um Depressionen gehen, also wenn ihr euch damit nicht gut fühlt, dann überspringt diese Folge vielleicht lieber. Ich bin Marianta und heute ist Samstag, der 6. Juli. Hi! Es ist die Angst in mir, die mein Licht erlöscht und bricht, erzählt MCRT hier im Song Die Angst in mir. Auf so einen brummenden Bass hört man solche Texte eher selten. Denn Techno ist sonst eher ziemlich hedonistisch, klar. Und auch MCRT ist nicht immer so wahnsinnig ernst unterwegs. Wie hier zum Beispiel mit seiner Frau Miss Bashful. Aber es ist eben nicht immer alles Fun and Games. Auf Instagram erzählt der Berliner Produzent, dass er immer wieder an Depressionen leidet. Er erzählt von seiner Therapie und betont dabei, dass Depressionen kein typisches Auftreten haben und nicht nur bestimmte Leute treffen. Auch DJs können eben darunter leiden, trotz Party-Image. Und das ist ein Problem in der Szene. Ist halt noch als sehr schwach angesehen, wenn man sich dem halt einfach hingibt und darüber spricht, weil das ist für Promoter und für Clubs natürlich schwierig, wenn die wissen, okay, wenn das eine psychische Belastung für die Artist ist, so, dann sind wir ein bisschen vorsichtig, die zu buchen, weil die könnten vielleicht last minute absagen. Das erzählt die DJ und Produzentin Mel G im Podcast Danke gut von Miriam Davutwandi. Wer psychisch erkrankt ist oder das Auflegen als psychische Belastung empfindet, wird weniger gebucht. Und dass das DJ-Dasein eben nicht nur Party ist, ist schnell erklärt. Jo, es ist scheiße anstrengend, um 5 Uhr morgens aufzustehen, dann in den Club, dann ohne Dusche direkt zum Flughafen und dann das nächste Festival zu spielen ohne Schlaf, egal ob du trinkst oder nicht. So. Es ist einfach eine super Belastung und darüber redet halt aber niemand. Also es gibt auch so viele Leute, die auf Instagram dann nur über enge Freunde dann halt irgendwie Sachen hochladen, wie es denen halt eigentlich geht. Und dann denke ich so, ja, aber genau das ist ja auch das, was mit dazugehört. Viele KünstlerInnen flüchten sich in Drogen und Alkohol, um sich weniger ausgelaugt zu fühlen. Hilft natürlich nicht so wirklich. Und klar, der Konkurrenzdruck, der ist auch groß. Viele spielen 20 Shows im Monat. Das ist bei den Arbeitsbedingungen, die meistens mit dem Feiern so einhergehen, richtig viel. Vor allem, wenn man wie MCRT oder MLG eh schon unter psychischen Erkrankungen leidet. Ihr wurde zum Beispiel eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, besser bekannt als Borderline. Und auch sie verarbeitet die Krankheit in ihrer Musik und veröffentlicht vergangenes Jahr die EP Issues. Hier mal der Track Borderline im Remix von der irischen DJ Sally C. Probleme, ob psychische, zwischenmenschliche oder sonst welche, in der Musik zu verarbeiten, das ist ja wirklich überhaupt nichts Neues. In jüngerer Vergangenheit, da ist dafür im Techno aber verhältnismäßig wenig Platz. Die Partys werden in den letzten Jahren immer größer, die Musik immer erfolgreicher und damit kommt natürlich auch ein richtig harter Druck einher. Also Zeit, mehr über mentale Gesundheit im Techno zu sprechen, so wie MCRT in Die Angst in mir. Unser Song des Tages heute hier im Popfilter.
Die Angst in mir von MCRT. Ein bisschen Clubstimmung heute hier im Popfilter. Im Song selbst geht's aber, wie ihr gehört habt, um Mental Health. Solltet ihr mal diesbezüglich Redebedarf haben, dann meldet euch bei der Telefonseelsorge oder dem Infotelefon der Deutschen Depressionshilfe. Die Nummern dazu, die verlinke ich euch in den Shownotes. Schön, dass ihr zugehört habt. Verantwortlich für diese Folge sind Anton Burmester, Noah Schulz und mein Name ist Marie Heinter. Goodbye.